So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Bin ein bisschen spät dran, aber ich bin jetzt in 5 Minuten da. Die anderen sind schon da und gerade anrufen. Dann geht's los, ab nach München. Wir fliegen jetzt los nach München und Schweiß. Siehst du auch nicht, das denn hier? Ja, wir sind gerade angekommen in München und wir warten jetzt auf den Fahrer, der uns direkt zu EMP Commercial bringt, zum Produktionsteam. Und da haben wir eine Besprechung, was generell gedreht wird. Ja, gespannt. Also ich kann euch eigentlich ein bisschen was über den Werbespot erzählen. Das ganze Ding läuft unter dem Motto, unmögliches möglich machen. Ein großes Thema für uns ist dabei der Bandbus, der extra für uns gemacht wird. Das war bitte genau nach unseren Vorstellungen gebaut. Genauso wie man sich als Rockmusiker wünscht. Das ist ein Gunnar, oder? Ja. Hey Fabian, komm mal das. Ich will die Kamera weg, holst du dir mal die Kamera? Ich hab schon das Treffen, da muss ich das rausgehen. Du hast wenigstens ein bisschen Brust. Ne? So, wie man unschwer erkennen kann, wir bekommen unsere Outfits für den Werbespot. Ich fühle mich total toll. Wir werden zum Look, den wir so sehen, als würdet ihr euch einfach selber mit eurer Kamera filmen. Wir sind auf jeden Fall fertig ausgestattet jetzt. Wir haben die geilsten Klamotten bekommen und werden uns Ruhe gönnen, damit wir morgen fit für den Videodreh sind. Abgeschrieben. Oh, da gibt's noch eine Geheimtour. Wir kommen gerade vom Fitting bei EMP Commercial und haben das Produktionsteam kennengelernt und haben über den Werbespot gesprochen, was dann vorkommen wird. Also im Spot geht es darum, das Unmögliche möglich zu machen. Unser Job ist dabei diesmal wirklich einfach, weil wir spielen uns selbst. Das ist eine Rockband, die irgendwie eine Party feiert, so nach Konzert, ein komplettes Hotelzimmer auseinander nimmt. Am nächsten Morgen kommt dann der Manager rein, so komplette Bude ist auf den Kopf gestellt, die komplette Band ist noch verkatert. Und dann werden natürlich direkt Forderungen gestellt, wie der Tourbus aussehen muss. Es ist schon erstaunlich, wie Leute da gerne daran mitarbeiten, so einen kurzen Film überhaupt zu drehen. Gut, dann sind wir soweit. Wir drehen Ruhe und bitte. Ich bin der Pitt. Michael Heinemeier. Ich bin der Steffen von EMP. Hallo, guten Tag. Ich bin Peter, Fotograf. Ich bin Anoschka. Also ich bin die Birgit Sold. Ich mache hier das Styling. Ich bin Julia. Hallo, ich bin Andrea. Ich bin Amelie. Wie heißt ihr? Ja. Helena. Der Manager. Auf Tour, jetzt sofort. Aber nur, wenn wir nicht so einen Schrottbus bekommen wie beim letzten Mal. Ein mit Whirlpool. Der Bus muss einen Hybridmotor haben. Cut. Habt ihr immer so ein Ja, so sieht's bei uns immer aus. Eine Reihe. Das ist ja krass. Ja. Ich gebe mein letztes Hemd her. Ja. Ich glaube an Sie. Ich bin persönlicher Fan. Wenn ihr auf jeden Fall nervt, dann wirklich? 21:11 Uhr, Drehschluss. Über 2 Stunden später als eigentlich geplant. Das heißt, unser Flug wurde auch verlegt auf morgen früh. Und, ja, war auf jeden Fall ein spaßiger Tag. Super Story. Zeitweise dachte ich, Gunnar ist überhaupt gar nicht dabei, weil er stand die ganze Zeit nur an der Tür. Alles in allem eine runde Sache.